Moin Moin, mein Name ist General Heinrich und wir spielen heute wieder eine weitere Runde Ultimate General Civil War. Genau. Weiter. Die Brigaden der Unionisten sind in Aufstellung und werden bald ihre Position angreifen. Okay. Einigeln also. Mill Creek bietet eine gute Verteidigungsposition, um die Yankees abzuwehren. Ihr Hauptziel ist es, diese Passage zu halten. Und jene weiter südlich. Sie sollten überlegene Kräfte erwarten. Nutzen Sie also das Gelände zu Ihrem Vorteil, um den Angriff standzuhalten. Viel Glück, General Heinrich. Okay. Ah, hier kommen sie. 1, 2, 3, 4. Sind das Blubberbläschen oder Steinchen? Das sind ja alles Übergänge hier. Und hier ist ja echt schmal. Und hier können sie schon flankieren. Da ist ja kaum was. Mit Kavallerie oder so. Dann Pound. Anderson und Pound nach oben. Nicht wundern, ich habe jetzt zweimal Camper. Cochrane für den Nahkampftrupp ist ja leider nicht verloren, aber verwundet geworden. Und ich will nicht gerade. Ja, dann habe ich jetzt noch einen zweiten Camper rekrutiert und ja. Sind jetzt für mich Brüder. Die Camper Brothers. Und ich habe jetzt gerade keinen Plan, wie ich hier vorgehen soll. Groben Plan habe ich, aber starten wir erstmal, denn... So. Hier möchte ich jetzt Anderson und Pound haben. Die haben nur kurze Reichweite. Wenn hier jemand... Wenn ich hier die Truppen langfüllen würde, würde ich sie nicht hier rüber schicken, sondern den Weg nehmen, der keinen Fluss hat und der mich hier aufhält. Würde sich das hier anbieten. Dann hoffen wir, dass wenn ich sie hier so habe, in Keilformation, wenn hier was kommt, dass er gleich einen Arschtritt kriegt. Die Nelson-Kanone. Die Lane-Schützen würde ich sicherheitshalber nochmal hier hinpacken. Und den Camper würde ich hier hinpacken. Heinrich, generell Heinrich, kommt dahin. Ich glaube, das wird hier so die Hauptecke. Dann haben wir noch den Harlan. Ich habe Angst, dass die mitgibt. Wird er zwar sichtbar sein, ist mir aber Wumpe. Jackson. Vielleicht können wir hier flankieren. Oh, Krampf am Bein. Ich gehe hier erstmal bis in die Kornfelder. Und Camper hier. Dann haben wir es eigentlich, ne? Ja. Kanönchen mit Tönchen. Und dann Start. Müsste aber jeder wissen, was er zu tun hat. Alle bewegen sich. Fantastisch. Hopp, 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 hopp. Gucken wir weiter vor. Ja, schade. Das hätte man nicht einen Punkt halten können. Hätte man sich so schön einigeln können in der Ecke. Aber ich glaube, das wäre zu einfach gewesen. Ich habe hier Angst, dass bei dieser Geschichte... die Linie bricht hier und die mir durch die Mitte eigentlich den Haken weghauen. Den Kopf abschlagen. Okay. Na, ich finde, die sollten schon beide auf einer Linie sein, ne? Könnte Lane aber auch noch vor. Camper weiß ich nicht. Ich kann ihn jetzt nicht nach hinten dahin ziehen, dann ist hier zu offen. Also Harland ist schon wichtig. Yankees zu unserer linken Flanke gesichtet. Aber sag doch einfach oben. Mann. Der Trupp ist schon ein bisschen angekratzter. Oder lieben die Yankees ungerade Zahlen?
Und ein zweiter Drop. So, hier heißt der eine. Schenick, keine Ahnung, und Milroy. Los. Pound and Anderson. Kanonen vorbei. Jetzt freuen sie sich. Oh, Kanonen sind vorbeigeschossen. Und jetzt Pound. Pound, was machst du? Pound. Das sieht nicht gut aus. Jetzt darfst du dich gern zurückziehen. Genau. Jetzt Anderson. Da ist auch schon was. Versuchen wir zu flankieren. Scheint hier der Hauptangriff hier oben stattzufinden. Oder auch nicht. Komm mal ganz weit hier hinten, bitte. Ah, Jackson, komm mal lieber zurück. Anderson meine ich. Zurückfallen. Ah, sie laufen. Fantastisch. Doch gut funktioniert, hätte ich gedacht. Pound, bitte hier bleiben. Hold. Kann man dran vorbeilaufen? Schittige Schitte. Kommen von der Brücke. Nicht schießen, nicht schießen, nicht schießen! In Jackson! Hatte ich da nicht schon, hat er schon irgendwie was abgekriegt mit 280? Hat er 350 gehabt? Wo sind die anderen 70 Mann? Zurückziehen. Haut ab. Haut ab in den nächsten Wald. Hier kommt ja alles irgendwie. Hier Kanonen gehört. Also meine. Ja, es kommt, sie sind sich hier schon rübergegangen. Scheiße. Einer, wo ist er hin? Ziehen zurück. Da kommen sie auch. Da ist ja gerade ein Kanönchen.
gefällt mir hier gar nicht. Hoffentlich rennen sie hier gleich wieder rüber. So, jetzt können wir uns da die Kanonen holen. Und hoffentlich die hier wieder zurückbringen. Jackson, hol sie dir! War noch gerade Jäger, wo sind die hin? Ach, die sind unter mir, scheiße. Dann jagen wir den Supplywagen. Ah, ich glaube, wir jagen ihn mal besser nicht, denn er rennt nämlich in die Richtung von Milroy. Nicht wieder zurück. Dann holen wir uns die jetzt. Die gehen ja auf den Pisser. Diese verkackten Jägereinheiten. Los, die sollen laufen. Es nervt mich so abgöttisch hier. Los, schnell, bevor die nachladen. Los, schnell, Jackson. Bevor die nachladen, musst du dran sein. Du musst dran sein. Okay. Nachsetzen. Setzen. Die müssen sterben, die dürfen da nicht unterstützen. Zurück. Hau ab. Löst dich vom Kampf, Jackson. Du bist sonst tot. Es gibt ein blutiges Sandwich. Jetzt kommt die und dann war's das. Ah, wir können vielleicht noch Kanoneneinheiten schießen eine Runde. Und Jackson zieht sie ganz weit auseinander. Okay, Kanonen zieht sie zurück. Kommen wir zurück. Puh. Ja, die kriegen sich zwar wieder, aber. Umdrehen.
Jackson, los, weiter, 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 weiter. Keine Munition mehr. Okay. Auch hier keine Munition mehr. Dann erstmal zu Camper. Camper braucht Munition. So. Siegfried, macht wieder Platz, ja. Diese Bohlen. Wieder Bohlen-Typen. Ob man es aktivieren muss oder deaktivieren muss. Er scheint jetzt Munition zu haben. So, wir versuchen jetzt mal wieder einen Supply-Wagen zu klauen. Wie gesagt, versuchen wir. Übersehen. Zurück. Charge. Jason. Jetzt meine Weitung schön außen rum und dann holen wir uns die Kanone. Bitte so weit weg wie möglich. Millboy hat aufgegeben. Ach da. Nice. Das Problem, was ich nur wieder habe, ist, sind wir alle angekratzt, ne? Es ist irgendwie... Mein Plan war es ja wieder, so wenig Leute wie möglich zu verlieren, aber das haut ja nicht hin. Jetzt brauche ich hier Supply. Aufgegeben, fantastisch. Nieder da.
Dann wieder nach vorne, scheiß auf die Kanone da hinten. Wurde zurückgeschlagen? Scheiße. Dann komm hier runter, mach die Kanone platt. Nahkampf! Scheiße, das ist empty. Empty for empty. Jetzt haben wir zwar die Kanonen im Rücken, aber die müssen gleich raus. Die Kanone muss da hinten raus. Dann haben wir, glaube ich, hinter da unten nichts mehr. Dann kriegen wir mich den Supply rüber. Jackson keine Salve abkriegt, dann ist er weg. Dann ist er weg. Komm, komm, komm. Er ist an Schirmer dran. Und ich glaube, sind jetzt alle rüber dran gebunden. Das heißt, Schirmer läuft gleich wieder. Die Kanonen hinter uns endlich weg. Das heißt, der Weg ist frei für... Rennen die weg. Kommt keiner in den Nahkampf rein, ne? Sieg. Hätte mir einen glorreichen versprochen. Aber sie waren noch mit 2000, sagen wir mal, fast 2000 Mann in der Überzahl. Verluste. Boah, Alter, haben die viele Verluste gehabt. 6451. Ja, wir haben auch 1500. Hätte jetzt eigentlich mehr gedacht. Na gut, die haben auch sehr viele vermisst. Das sind wahrscheinlich alles die Gefangenen, die wir eingenommen haben. Homeland Defense Corps. Na schön. ...1420 Gefangene gegen 1000 neue Rekruten.
Also wir haben wahrscheinlich 24 Leute erschossen, damit sich die anderen restlichen 100.000 sich freiwillig bei uns rekrutieren lassen, so quasi. 82.900 US-Dollar. Und... oh. Wer ist denn... hier ist jemand gefallen. Okay. Dann haben wir noch Reserve. Johnston. Na komm. Über dich. Das Beste der Besten. Und ein Karrierepunkt. Noch mehr auf Politik. Und wann gibt's den nächsten Stufe? 2000 maximal. Ah, dieser eine Unentschieden in Chilo, ne? Das sieht so eklig aus hier. Sieht so Sieg, Unentschieden. Ah! Medizin könnte man auch gehen, aber 2% Wiederherstellung, weiß ich nicht. Nachschub könnte auch interessant sein. 15% mit Zivil. Wir brauchen mehr Geld, das ist einfach so. Ja, soweit dazu. Wo verschlägt es uns denn nächstes Mal hin? Oh, abgefangene Nachricht. Nach der Schlacht von Cross Keys bedroht uns der Feind stärker als je zuvor. Seine Armee ist jedoch ebenfalls geschwächt. Ich glaube, jetzt ist es an der Zeit, ihn mit aller Macht niederzustrecken. Wir benötigen Verstärkung und bessere Waffen, um die Armee von Heinrich weiterhin zu schikanieren. Sir, ich bitte Sie, die nötige Unterstützung zu liefern. Ich verspreche, ich bitte Ihnen im Gegenzug den Sieg. Major General Patrick Nile. Abgefangene Nachricht. Nach der Schlacht von Cross Keys ist die Notwendigkeit, ihre Militärpräsenz in der Gegend zu verstärken, absolut nachvollziehbar. 2800 neue Rekruten bereiten sich bereits vor, sich in den nächsten Tagen ihrer Armee anzuschließen. Ja, also, seht das Verhältnis zu Dollar und Rekruten. So, nächste Schlacht, Port Republic. Also, wenn ihr die nicht verpassen wollt, schaltet ein. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.